Der vierjährige Thiago aus Binsdorf leidet an spinaler Muskelatrophie Typ 2. Wir durften ihn bei einer Reittherapiestunde in Kohl begleiten. Na, Hippotherapie, das ist quasi die kranke Gymnastik auf dem Pferd. Er kommt jetzt seit circa einem halben Jahr und kommt einmal pro Woche und so circa 30 Minuten auf dem Pferd. Und dann tun wir hinterher noch das Pferd fertig machen, versorgen und dann auch noch ein bisschen füttern, belohnen und in den Stall dann bringen. Die erste zwei, dreimal draufgesessen ist, hat er ganz arg Probleme gehabt, sich aufrecht zu halten. Und das hat sich dann relativ schnell gebessert und er kann jetzt phasenweise wirklich komplett auch ohne Unterstützung von mir auf dem Pferd sitzen. Auch Thiagos Mutter bemerkt bereits große Fortschritte in seiner Entwicklung. Ja, das Stehen immer gerade und er kann ein paar Sekunden schon ein bisschen stehen, wenn er sich irgendwo festhalten kann. Ja, und Rumpf ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Da sind wir ganz zufrieden mit den Ergebnissen gerade. Bei der Hypotherapie macht man gar nicht viel Übung, weil das allein sich auf dem Pferd aufrecht halten macht schon sehr viel Arbeit. Und jeder, der reitet, der weiß, was das für Arbeit macht. Also wenn dann die Kinder natürlich besser sind und muss sie dann motivieren, dann mache ich natürlich einfach auch spielerische Sachen. Mal einen Ball werfen oder mal was, ja, gerade mit dem Stab was runterkicken oder Figuren reiten oder wir gehen eben im Wald ins Gelände raus, wo dann das Gelände uns dann nochmal ganz neue Anforderungen natürlich auch stellt mit bergauf, bergunter reiten, ganz andere Balance. Ganz wichtig ist auch diese Orientierung im Raum. Der Spaß steht im Vordergrund und trotzdem haben wir eben den Effekt, dass sie da wirklich ganz, ganz tolles Muskeltraining kriegt. Gefällt sie bei der Sabrina?